Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Was war das denn? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute für euch unglaublich spannende Produkte aus neuen Limited Editions aus der Drogerie. Wir haben die Flower Power LE. Wir haben eine neue, super günstige, limitierte Edition von Rival Loves Me. Wir haben Skincare, wir haben alles Mögliche heute mit dabei. Und wir werden hoffentlich einen wunderschönen Look daraus schminken. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt Lust darauf, seid fit und frisch. Und freut euch aufs Wochenende. Mir geht's gut, es ist recht früh, 6.52 Uhr. Freunde, wie fühlen wir uns heute? Ich bin unglaublich gespannt, wie diese Produkte sind und wir fangen auch gleich an. Bevor es losgeht, darf ich euch wieder ein paar Produkte von Beautymatte zeigen und ich habe einen neuen Favoriten für mich entdeckt. Ich benutze die Produkte von Beautymatte ja wirklich schon zwei Jahre fast mittlerweile schon. Bin, glaube ich, durch meine sechste oder siebte Creme schon durch, weil ich sie jeden Tag vor meinem Make-up benutze. Das werden wir auch tun. Bevor wir das machen, zeige ich euch aber nochmal die Booster. Denn ich habe neulich bei Instagram eine Story dazu gemacht und habe ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen. Und zwar habe ich hier einmal den Augenlifting Booster. Der sorgt extrem dafür, dass Augenfalten und Augenschatten und Tränensäcke gemildert werden. Das ist eine ganz, ganz zarte Konsistenz und ihr braucht wirklich nur einen Tropfen. Der zieht super schnell ein. Ihr könnt ihn euch pur unter eure Augen geben oder so ein bisschen mit einer Creme mischen. Ich gebe mir das meistens pur direkt unter die Augen und massiere das so ein bisschen ein. Das zieht super schnell ein. Mein neues liebstes Produkt ist aber der Intensiv Lifting Booster. Der sorgt einfach für straffe Konturen. Und vor allen Dingen, wenn es morgens noch so ein bisschen früh ist, so wie jetzt, gehe ich einfach damit gerne mit einem Tropfen. Das reicht völlig aus. Komplett über mein Gesicht und vor allen Dingen hier im Konturenbereich. Wenn es abends meine Tüte Chips zu viel gab, massiere ich damit einfach mein Gesicht und sorge dafür, dass die Konturen so ein bisschen in die richtige Richtung wieder gehen, da wo sie eigentlich hingehören. Und das Schöne bei dem Intensiv Lifting Booster ist, der enthält Botenpeptide, die extrem tief in die Haut eindringen und den hauteigenen Reparaturprozess unterstützen. Und ihr werdet nach ein paar Wochen feststellen, dass alles so ein bisschen da ist, wo es hingehört. Um meine Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, gehe ich wie immer mit der Hyaluron-Liftcreme rein. Ihr seht schon, die ist schon wieder fast leer. Ich brauche bald schon wieder was Neues. Gebt mir davon ein bisschen was auf. Ihr könnt euch die Booster auch direkt mit in die Creme mischen. Lässt sich dann noch besser verteilen. Ich gebe die Booster direkt in die Haut vor der Creme, damit die schön tief in die Haut penetrieren können. Und dann massiere ich damit einfach mein Gesicht. Es gibt für jeden den richtigen Booster. Es gibt Anti-Pickel-Booster, es gibt Poren-Minimizer-Booster, es gibt Selbstbräuner-Booster. Ich setze euch mal einen Link unten in die Infobox. Ich weiß, ganz, ganz viele schwören schon von euch auf Beautymatte und das freut mich natürlich sehr. Ich arbeite ja auch wirklich viel mit denen zusammen, einfach weil ich so überzeugt von den Produkten bin und sie regelmäßig benutze. Ich glaube, man würde merken, wenn ich die Produkte nur einmal benutze und dann nie wieder. Ihr seht sie eigentlich fast in jedem Video von mir. Und ich freue mich, dass Beautymatte und ich so gut miteinander zusammenarbeiten. Ihr seht direkt einen Glow auf der Haut. Das zieht gleich alles so ein bisschen ein. Und wir können weitermachen mit dem Make-up. Es gibt wieder einen Code. Es hat euch letztes Mal so gut gefallen, dass ihr den 30% Code jetzt wieder habt. Ich setze euch alle Informationen einmal unten in die Infobox. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Es gibt wirklich für jeden das Richtige. Und ihr spart damit eine Menge Geld. Und es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Klickt euch da mal so ein bisschen durch den Set-Konfigurator durch. Und dann bin ich gespannt auf eure Ergebnisse. Die Skincare lassen wir jetzt so ein bisschen einwirken. Es gibt, wie gesagt, extrem viele Neuheiten in der Drogerie an limitierten Editionen. Ich habe die eine LE sogar schon 3 Wochen hier, durfte sie euch natürlich aber noch nicht zeigen. Und das ist die Rival Loves Me Take Care of Yourself LE. Erinnert ihr euch noch an dieses Puder? So eins gab es auch schon mal von Catrice in der Genderless Limited Edition. Oh Gott, wow, das ist auch schon 3 Jahre her. Das ist ein Puder, das hat 4 verschiedene Farben und das sorgt so ein bisschen dafür, dass das Licht gleichmäßiger von eurem Gesicht reflektiert wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Es gibt einen ultra hochwertigen Kabuki Brush, Lippenöle, Soap Brows und Paletten von BH, wie diese hier. Die sieht auch wunderschön aus. Wir starten aber zuerst mit dem Soap Brow Produkt. Ich bin ja ehrlich gesagt immer nicht so ein Fan von Soap Brows, weil es meistens nicht für mich funktioniert hat. Ich nehme meistens das von Anastasia Beverly Hills, das Brow Freeze, das hält den ganzen Tag. Aber Rival Loves Me hat sich gedacht, wir bringen jetzt ein Soap Brows raus und das testen wir. Das sorgt für natürliche, gepflegte und buschige, kräftige Brauen, die verschiedene Augenbrauen-Styles ermöglichen soll. Leicht anfeuchten und dann mit diesem Spoolie hier durch. Hier ist so ein kleines Bürstchen mit drin und wir machen das
Schätzchen hier jetzt mal lassen. Ich benutze jetzt hier einfach ein Spray von Hau Cosmetics. Ihr könnt auch Wasser nehmen, aber ich habe jetzt hier keinen Wasseranschluss hier oben. Also, so, das sollte eigentlich reichen. Und wir gehen jetzt mit diesem Spoolie hier rein und laden den Pinsel wirklich gut auf. Also, das habe ich gelernt bei SoapBros, ist erstmal Pinsel aufladen. Und ihr seht das vielleicht schon. Ich hole euch ein Stückchen heran. Hier ist schon die Seife dran. So seid ihr wirklich nah dran und könnt auch meine Haut einmal sehen. Schaut euch mal bitte diesen Glow an. Ich habe hier ein kleines Pickelchen. Mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch. Aber so seht ihr mal wirklich meine Hauttextur und diesen Glow von der Creme. Wir haben die Seife jetzt hier dran und gehen jetzt hier einfach mal durch. Mhm. Ich nehme meinen größeren Spoolie, mit dem ich besser arbeiten kann. Okay, es dauert so ein bisschen, bis sie antrocknet und dann kann man sie richtig gut hochbürsten. Schaut euch mal bitte diesen Vergleich an. Seht ihr das? Und dann presse ich das wirklich gegen die Haut und extrem hoch. Macht das bitte unbedingt, bevor ihr eure Foundation drauf habt. Weil in dem Moment, wo ihr hier ansetzt und hier hochzieht, habt ihr die komplette Foundation an dem Pinsel. Und Foundation und Seife, guess what? Lad den Pinsel wieder auf und dann machen wir das auf der zweiten Seite. Also ich bin überrascht. Hätte ich nicht gedacht, man braucht so ein bisschen mehr Produkt als beim Brow Freeze beispielsweise. Aber was kostet das? 1 Euro? 2? Ist ein 30stel von dem von Anastasia. Und wenn man sich da mal so ein bisschen rantesten möchte, glaube ich, ist das gar nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Benutzt ihr Soap Brows für so diese Natural Augenbrauen? Ich muss sagen, also Soap Brows oder Brow Freeze, am Ende ist es ja dasselbe vom Effekt her. Ich mache das mittlerweile einfach, damit ich meine Augenbrauen so ein bisschen in die richtige Form kriege und sie da auch den ganzen Tag halten. Ich habe ein Rizinusöl, das hat mir meine Wimpernmaus, die meine Wimpern normalerweise, wenn es gehen würde, immer nach oben, also Wimpernlifting macht. Und die hat mir empfohlen, Rizinusöl zu benutzen und das mache ich seitdem auch. Und seitdem sind meine Wimpern wesentlich dicker und wesentlich länger geworden. Und dadurch kann ich wirklich diesen Bushy Brow Effekt machen. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich habe mir die Augenbrauen einmal noch so ein bisschen aufgefüllt mit meinem Augenbrauenpuder, einfach so ein paar Härchen mit reingemacht. Und jetzt, Freunde, machen wir weiter mit den Lippenölen. Und zwar habe ich hier die Take Care of Yourself Lippenöle. Die gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Rosenquarz und einmal mit Amethyst. Ist wahrscheinlich am Ende dasselbe, aber da kann man sich aussuchen, was einem besser gefällt. Das Vitamin-Lippenöl pflegt mit wertvollen Vitamin- und Jojobaöl für samtweiche Lippen und ein glänzendes Finish. Ich habe die eine schon mal ausgetestet. Wir gehen jetzt hier einfach mal rüber. Es gab mal von Rival de Lubian, glaube ich, früher, auch so ein Lippenöl. Ist vom Effekt her dasselbe gewesen. Da war so ein Blümchen drin. Ich habe das geliebt, Freunde. Ich habe das wirklich geliebt. Das ist nicht so extrem süß. Fühlt sich sehr, sehr gut an auf den Lippen und hat einen schönen Gloss-Effekt. Kennt ihr die Maybelline Lifter-Glosse? Die haben ja auch so einen Gloss-Effekt, ohne dass sie kleben. Exactly the same. Und das pflegt aber zeitgleich nochmal so ein bisschen. Den lassen wir mal so ein bisschen einwirken. Ist ja immer ganz gut, wenn die Haut so ein bisschen vorbereitet ist. Und wir machen weiter mit der Base. Ich habe euch mal ein Stückchen rausgezoomt. Ich sehe mich ja hier dreimal. Spiegel, Kamera und Computer. Wir machen mal ein bisschen Base rauf. Wo sind denn meine ganzen Foundations? Ich habe doch neulich ein Video am Mittwoch. Das Video mit den ganzen YouTube-Mädels gemacht. Da habe ich ja alle Foundations rausgesucht und jetzt finde ich sie nicht mehr. Ich benutze heute als Foundation die Wet n Wild Photo Focus Foundation. Die mag ich ja wirklich gerne im Dewy-Style. Und die arbeite ich mir schon mal mit meinem Pinsel ein. Die hat eine schöne Deckkraft. Die ist jetzt ein bisschen gelblich, aber das ist nicht so schlimm. Man braucht davon wirklich, schaut mal, wie wenig man davon nur braucht. Und ich sehe sofort, wo ich so ein bisschen mit der Seife über die Augenbrauen gegangen bin, da setzt sich die Foundation nicht komisch ab. Also es sieht... look at that glow mit der Pflege heute. Wow. Sehe ich aus, als hätte ich in nativem Olivenöl gebadet? Dann gehe ich nochmal so ein bisschen mit meinem Schwämmchen hier einmal rüber und verblende alles. Also die Haut sieht extrem gut aus. Ich bin jetzt so ein bisschen gelblich, würde ich sagen. Aber es liegt jetzt an der Foundation. Aber der Glow ist real. Alright, wir können Concealer benutzen und dann benutzen wir endlich dieses Puder, Freunde. Schaut euch das mal an, wie schön das aussieht. Als Concealer benutze ich heute den Fenty Beauty Concealer. Der ist auch mittlerweile fast aufgebraucht. Ich habe hier schon beiseite gelegt für ein eventuelles Aufgebraucht-Video den XX Concealer und den L'Oreal Infallible Concealer. Und der kann da jetzt dann auch gleich hin, weil ich habe schon diesen Pömpel rausgemacht. Dann kann man den ungefähr noch eine Woche benutzen.
Und dann ist er wirklich leer. Aber da ist noch extrem viel Produkt dann drin immer. Also Team Günstmaus Move, nehmt den Pömpel bei Concealer oder bei Lipglossen raus und ihr habt einfach nochmal mindestens 2 Wochen Produkt. Wie kommt zu diesem Puder? Und ich lese euch kurz vor, was das können soll, denn das ist nämlich ziemlich spannend. Loose Blur Powder 2 in 1 Primer und Fixing Powder für ein weiches, porenloses, strahlendes Finish. 4 korrigierende und pflegende Farbtöne, Rötungen und Hautunebenheiten werden kaschiert. Die darunter aufgetragene Foundation wird fixiert und den Teint mattiert. Das kann man also auch angeblich, habe ich jetzt nicht gemacht. Es gab mal vor einem halben Jahr diesen Trend, dass man Pflege, Puder, Setting Spray, Primer, Foundation, Puder gemacht hat. Hat bei mir nicht so gut geklappt. So, dann machen wir einmal diesen Schutz ab und ihr seht, glaube ich, die 4 Farben ganz gut. Ich gebe mir das jetzt hier einfach mal in den Deckel. Und die Farben kommen wirklich super schön raus. Jetzt in der Kamera, glaube ich, nicht so. Ich gehe nochmal mit dem Schwamm hier unter meinen Augen lang und dann nehme ich mir meinen Blendefull, mische alle Farben einmal zusammen und das Rosa, das ist ja bei mir immer ganz wichtig unter den Augen. Ich klopfe das so ein bisschen ab und dann ganz, okay, ich nehme mal nur den rosanen Teil. Also Rival Loves Me, ne, mit den Pudern, das ist, wow, crazy. Schaut euch das mal an, wie extrem hell das unter den Augen ist. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier mit dem Puder rein. Habe jetzt hier nochmal eine ordentliche Menge. Das hat auch einen ganz, ganz zarten Duft. Ganz zart, riecht so ein bisschen wie frisch gewaschene Wäsche. Ich nehme einen großen Pinsel, gehe hier rein und duste damit einfach komplett über mein Gesicht. Und das Schöne bei diesen verschiedenen Farben, das ist wirklich so. Also das, oh wow, es riecht so fantastisch. Das Schöne bei diesen verschiedenen Farben ist, es gleicht wirklich die Hautfarben aus. Also ihr braucht dann nicht so viel Foundation beispielsweise. Ich habe auch jetzt, na doch, ich habe schon viel benutzt. Aber ihr braucht theoretisch nicht so viel Foundation, weil durch diese ganz zarte Tönung und diese verschiedenen Tönen werden Unebenheiten wirklich komplett ausgeschält. Das sieht man vor allen Dingen, finde ich, im echten Tageslicht. Und wenn man nicht gerade so bekloppt ist und YouTube-Videos macht, dann sieht man auch im Real-Life einen Effekt. Also das ist ein wirklich wunderschönes Puder. Ich schaue mir jetzt nochmal kurz das Finish an dem Porenbereich an. Ja, nichts zu sehen. Ich hatte hier noch ein bisschen Schlaf an den Augen. Na, es ist ja auch noch sehr früh. Also das Puder gefällt mir wirklich, wirklich gut. Entschuldigt bitte jetzt hier diese abgeditschte Stelle. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Augenbrauenmäuschen hier durch, bürste die Haare hoch und dann halten die wieder. Das ist das Schöne bei diesem Brow Freeze bzw. bei dem Soap Brow jetzt. I love it. Wir können zur Blush-Palette kommen und das ist die Flower Power Blush-Palette von BH Cosmetics. Die hat 4 Farben mit drin, schaut sie euch bitte an, extrem knallige, bunte Farben, schön im Peach und im Pink-Bereich. Mag ich ja persönlich super, super gerne. Und diesmal sind auch wirklich, ich glaube, alle Farben matt. Das ist recht selten bei BH. BH ist eher so ein bisschen, wir packen auch mal ein bisschen Schimmer mit in den Blush, was ich sehr, sehr gerne mag. Ich weiß aber, dass das viele nicht so gerne mögen. Ich nehme jetzt meinen Pinsel und gehe mal in die Farbe Psychedelic rein. Sieht extrem pigmentiert aus. Ich klopfe ein bisschen ab, arbeite mir das so ein bisschen in meinem Handrücken ein. Oh, das ist eher so ein bisschen Koralle. Nicht so übertrieben pigmentiert, dass man jetzt so Gefahr läuft, dass das irgendwie zu viel ist. Schöne Farbe für den Sommer oder fürs Frühjahr jetzt, ja. Also, ich zeige euch nochmal die anderen Farben. Schaut mal hier, die Farbe Wicked ist wirklich ein krasses Pink, aber eher so ein kühles Pink, was super bei sehr, sehr hellen Häuten aussieht. Könnt ihr sagen, ihr Freunde, das ist wieder hier 1A. Ich sag es euch, ich verstehe nicht, warum alle anderen YouTuber immer nur High-End machen. Wicked my face. Okay, nicht das Gesicht, das ist jetzt nicht so der Hammer heute, aber I stan. Wow, iconic. Nein, doof. Wir haben den Pinsel noch. Ich zeige ihn euch einmal kurz und wir können damit noch so ein bisschen Bronzer auftragen. Dieses Schätzchen hier, auch extrem weich. Kabuki Brushes sind ja wieder total im Trend. Und ich mag die Farbe hier auch sehr gerne. Das ist so ein schönes Metallic Mint. Und ich gehe jetzt mit diesem Kabuki Brush, damit könnt ihr übrigens super gut Foundations auftragen, ne? Könnt ihr mal ausprobieren. Hier in meinen Bronzer rein, nimmt gut auf, sieht gut aus. Und damit kann man auch, ich habe euch das ja neulich gezeigt, eher stempeln, weil ihr damit wirklich einen guten Griff habt und den Bronzer richtig schön aufstempeln könnt. Das ist natürlich dann nicht so super präzise, aber auch für den Körper ist das eine tolle Sache, wenn ihr irgendwie beispielsweise Highlighter auf eurem Körper auftragen wollt. Hier beispielsweise Charlotte Tilbury, das ist ja auch schon ein sehr, sehr großes Fändchen. Hier mit rein, auftragen und dann könnt ihr damit hier so ein bisschen überall. Komm, wir gehen einfach mal hier komplett überall übers Gesicht. Wow. She's a wet goddess today. Sehr weiche Haare. Sehr viele Haare sind hier drin. Okay,
Wollen wir was auf die Augen geben? Ihr dürft wieder ein Stückchen daran kommen. Hierfür haben wir nämlich die neue Flower Power Eyeshadow Palette. Hier sind 16 Farben drin und die Palette ist nicht so groß. Das heißt also, die Pans sind sehr, sehr klein. Auf jeden Fall sind die Farben extrem schön. Ich weiß es nicht, ob es sie auch online gibt. Ansonsten gibt es sie bestimmt auch bei DM. Ansonsten könnt ihr meinen Code MAXIM10 für 10% Rabatt bei BH Cosmetics benutzen. Dafür möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken. Ich kriege ja einmal im Monat die Auswertung. Und ihr seid wirklich verrückt, was ihr alles kauft. Vielen, vielen Dank. Ihr unterstützt mich damit extrem. Es gibt auch ein Pinselset in der LE. Das ist das Flower Power Brush Set mit zwei, beziehungsweise ja, ein paar. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich will es nicht aufmachen, ich will das euch verlosen. Da sind ein großer Brush, ein Deluxe Blending Brush, ein Large Shader, ein Blending Brush und ein Detail Buffer. Also so ein gutes Starter-Set. Ich werde oft gefragt, Maxim, kannst du uns Pinsel empfehlen, die nicht so teuer sind, wenn es wirklich teuer sein darf? Ausschließlich Letizia Lehmann Pinsel, die sind ihr Geld wirklich jeden Cent wert. Und ich schwöre auf diese Pinsel. Ich habe mir auch selber welche nachgekauft, weil die so gut sind. Ansonsten, wenn es günstig Drogerie sein soll, definitiv BH Cosmetics. Wir starten mit einer etwas helleren Farbe. Das ist die Farbe Unity. Das Schöne ist, die Fännchen sind rund. Das heißt, man kommt auch gut in das Fännchen rein, auch wenn sie klein sind. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil das einfach die Menge an Farben, die man hat, um ein Vielfaches erweitert. Ich meine, ich habe hier 16 Farben drin. Ich habe so viele Looks, die ich mit dieser Palette machen kann für so wenig Geld. Die kostet ja jetzt nicht wesentlich mehr als andere Paletten, ne? Die setze ich mir hier auf. Die Palette ist selbstverständlich wieder vegan und cruelty-free und läuft auch unter dem Motto BH Cares. Das heißt, es wurde auf Inhaltsstoffe verzichtet, die potenziell Umwelt- oder auch hautirritierend sein könnten. Und das finde ich ganz gut. Deswegen sind auch keine Spiegel mehr drin. Weil Spiegel zu recyceln, sind wir mal ehrlich, wenn ihr eine Palette wegwerft, trennt ihr alles raus, trennt ihr den Spiegel raus, trennt ihr die Fännchen raus. Die meisten werden es nicht tun. Ich nehme mich da auch nicht raus. Deswegen verzichten sie auf Spiegel. Und wir haben ja eigentlich mittlerweile alle Spiegel zu Hause. Ansonsten suche ich gerade eine Lösung für euch. Okay, die Farbe Unity gefällt mir sehr, sehr gut. Lässt sich schön aufbauen und auch schön ausblenden. Vor allem meine Base war ja jetzt auch nicht mehr so trocken. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich jetzt auch ein Blending Brush. Das heißt, ihr könnt auch wesentlich gröber Transition Shades aufbauen. Ihr habt natürlich auch wirklich schön normale, neutrale Farben drin. Aber der Fokus liegt auf diesen Bärenfarben. Und ich weiß, dass viele von euch diese Farben mögen. Also die Farbe lässt sich super gut aufbauen. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen lang und blende mir das hier nach hinten aus und nehme mir dann den T8 von Letizia und gehe in die Farbe Love. Das ist hier ein etwas dunklerer, ultrapigmentierter Ton und den setze ich mir nochmal hier so ein bisschen in die Crease und mische ganz leicht Bougie rein. Damit verdunkle ich das hier einfach nochmal auf das Maximale. Das ist die dunkelste Farbe, die Farbe Bougie. Ist so ein bisschen wärmeres Braun, also ihr könnt die auch nicht nur für die lila Looks benutzen, sondern auch für die warmen Looks. Nehme den Pinsel von eben, gehe wieder in die Farbe Love und jetzt blende ich damit so ein bisschen die Farbe Bougie aus. Ich bleibe einfach hier außen und blende und blende und blende. Kein Fallout unter den Augen, kein Kickback in der Palette, also minimal, nicht der Rede wert. Lässt sich sehr, sehr gut ausblenden. Ich nehme meinen Finger und gehe in die Farbe Peace. Das ist so ein bisschen Duochrome-mäßig. Seht ihr das? Blau und rosa. Und das setze ich mir hier vorne hin. Wow. Extrem cremig, extrem shiny. Und außen gehe ich in die Farbe Hippie rein. Das geht so ein bisschen ins Lila, aber eher so ein zarter lila Ton. Ich mische noch so ein bisschen Wild mit rein. Man kommt also auch noch gut mit den Fingern hier rein, muss ich sagen. Also ich hatte erst so gedacht, so kleine Fähnchen. Das war vor 8-9 Jahren, hatte BH so Paletten mit 500 von diesen kleinen Fännchen, was eigentlich ganz praktisch war. Heutzutage, der Trend geht einfach eher auf Paletten, die weniger Farben drin haben, aber so zusammenpassen. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Ich verblende mir das gleich hier unten so ein bisschen. Das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Als Mascara benutze ich wieder meine M-Asa Mascara. Die mag ich ja wirklich am liebsten. Die macht so schöne, dicke Wimpern. Wow! Ich habe den Hintergrund einmal an den Look angepasst. Schaut euch das bitte an, wie schön diese Schimmerfarben sind, dieser Duochrome-Effekt und wie der auf der Haut auch rauskommt. Auch das Puder, wunderschön. Es war kein Produkt da, wo ich sage, nee, wir könnten jetzt hier noch so ein bisschen mit dem Lippenöl rübergehen. Kann ich mir auch gut vorstellen, den auf der Haut, einfach wenn ihr kein Make-up tragt, so für so einen glossy Skin-Effekt. Das wäre dann sehr ähnlich zu diesem Becker
Zero Foundation Highlighter. Das ist ja auch eher so ein Gloss, kann man sich auf die Haut geben, sieht super schön aus. Ich bin begeistert. Also es war wirklich kein Produkt dabei, wo ich sage, nee, weiß ich nicht. Pinsel ist toll. Puder, fantastisch. Also Gewalde Dupe und die Puder, mega. Lippenöle, ja, ist eine süße Spielerei. Wer sowas mag, auf jeden Fall go. Und auch die Paletten von BH, fantastisch. Ich würde vorschlagen, das war's auch mit diesem Video. Denkt unbedingt an meinen Code bei Beautymates. Damit könnt ihr 30% auf eure Bestellung sparen. Ich empfehle euch wie immer den Augenlifting Booster und natürlich die Creme. Und falls ihr so ein bisschen für Snatch-Kontos dabei sein wollt, probiert doch mal den Intensivlifting Booster aus. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!